Okay. Gut. Geht's euch allen gut? Seid ihr alle fit? Seid ihr alle wach? Ja? Ist euch kalt? Mir ist ein bisschen kalt. Hier drin ist es kalt. Aber das ist gar nicht schlimm. Wir machen uns nämlich warm, okay? Wir bewegen uns, dann wird uns ganz schnell warm, okay? Aber erst begrüßen. Füße zusammen. Verbeugen. Okay, alles gut. Wir bewegen uns erst ein kleines bisschen, okay? Und dann machen wir noch ein paar Techniken zu dem, was wir am Freitag gemacht haben, als Wiederholung, okay? Und dann noch ein bisschen was mehr. Aber erst bewegen wir uns, dass wir warm werden, dass wir uns schön durchbewegen können, okay? Wir starten mal, wir stellen uns mal hier auf eine Stelle und dann springen wir mal ganz locker auf der Stelle. Gar nicht weit nach oben, einfach nur auf der Stelle springen. Genau, die Arme dürfen hier schön hängen bleiben, die müssen gar nicht sich bewegen. Wir springen einfach nur hoch und runter. Okay, jetzt springen wir vor und zurück, vor und zurück. Immer im Wechsel. Gut. Okay, und wir springen weiter auf die Stelle. Okay, ihr springt auf der Stelle und wenn ich klatsche, dann springen wir einmal ganz hoch. Okay, die Knie ganz weit nach oben, so als würde ich wie beim Nudelspiel mit der Nudel von unten durchgehen. Okay, gut. Also alle springen auf der Stelle und hopp, ganz weit hoch. Okay, ich guck mal, wie hoch es springt. Und springen, springen, springen auf der Stelle. Und wer kommt nach ganz oben? Ganz, ganz hoch. Richtig weit nach oben. Und auf der Stelle, auf der Stelle. Und weit hoch springen. Und weiter auf der Stelle, auf der Stelle, auf der Stelle. Und hopp. Und hopp. Gut. Okay, und einmal kurz lockern. Die Beine ausschütteln. Die Arme ausschütteln. Okay, gut. Wer kennt unsere Tiere? Ja, gut. Zum Warmmachen für den Körper zum Bewegen machen wir die Tiere, okay? Also wir gehen runter auf alle Tiere. Und dann machen wir erstmal einen ganz runden Rücken. Wie die Katze, ein ganz runder Rücken. Und dann biegen wir uns einmal durch, schauen bis hoch zur Decke, wie die Schlange durchbiegen. Und dann setzen wir uns nach hinten ab, machen uns ganz lang wie ein Hund, der am Boden liegt. Und dann gehen wir wieder hoch. Okay, das machen wir noch einmal. Ein ganz runder Rücken. Nach vorne durchbiegen, wie die Schlange. Und nach hinten ab. Arme ganz lang. Und dann gehen wir wieder hoch. Okay, ein letztes Mal. Ganz runde Rücken. Und nach vorne. Durchbiegen. Und nach hinten ab. Und lang. Okay, dann stehen wir auf, schütteln einmal die Beine aus, schütteln einmal die Arme aus und dann nehmen wir mal einen Arm, ja,
Der andere Arm, den können wir so auf den Bauch legen oder dann halten wir die Schulter fest, wie ihr das möchtet. Und dann nehmen wir mal einen Arm und machen mal ganz große Kreisbewegung. Ganz groß. Ganz viel, schaut mal. Ganz viel Bewegung hier aus der Schulter bewegen. Nicht hier im Ellenbogen, kleine Kreise, sondern groß. Ganz nach oben strecken und ganz runter greifen. Okay, große Kreise. Ganz groß. Und dann machen wir die mal rückwärts in die andere Richtung. Große Kreisbewegung. Gut. Super. Okay, einmal den Arm ausschütteln. Und dann machen wir das mit dem anderen Arm. Große Kreisbewegung. Ganz hoch, ganz nach unten und wieder ganz hoch. Große Kreise. Super. Und nach hinten, rückwärts. Sehr gut. Und ausschütteln. Okay, schaffen wir das auch mit beiden Armen gleichzeitig? Mit beiden Armen gleichzeitig. Nicht, dass einer da ist und der andere da, sondern gleichzeitig. Beide Arme nach oben. Und dann zusammen große Kreisbewegung nach vorne. Probieren. Beide Arme zusammen. Gut. Okay, auch hier mal Richtungswechsel in die andere Richtung kreisen. Nach hinten. Okay, und ausschütteln. Gut, jetzt sind unsere Arme schön locker. Jetzt gehen wir nochmal an unsere Beine. Okay, also wir springen nochmal auf der Stelle. Aber dieses Mal, wenn ich klatsche, springen wir nicht nach oben, sondern wir gehen einmal runter auf den Boden. Wir legen uns einmal hin. Also wir springen und wenn ich klatsche, legen wir uns einmal auf den Boden und stehen wieder auf. Okay? Habt ihr das alle verstanden? Ja? Zeigt mir mal eure Daumen. Okay, super. Also, wenn ich klatsche, hochspringen und einmal auf... nicht hochspringen. Quatsch. Jetzt hat Senpai selber Quatsch erzählt. Also, wenn ich klatsche, hinlegen und wieder aufstehen. Okay? Also, alle springen auf der Stelle. Auf der Stelle, auf der Stelle. Und hopp! Einmal hinlegen und wieder aufstehen. Und wieder auf der Stelle springen. So, jetzt gucke ich mal, wie alle schnell verschwinden. Und hopp! Schnell hinlegen und wieder aufstehen. Und auf der Stelle springen. Und hopp! Einmal schnell hinlegen und wieder aufstehen. Gut. Und hopp! Einmal schnell hinlegen und wieder aufstehen. Und hopp! Einmal schnell hinlegen. Okay, gut. Einmal nochmal lockern. Nochmal schnell. Wir atmen mal tief durch. Tief einatmen. Tief ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Okay, und jetzt machen wir beides zusammen. Okay, also wir springen auf der Stelle und wenn ich klatsche, springen wir einmal nach oben, legen uns einmal auf den Boden und kommen dann wieder hoch. Okay, ich zeige es euch einmal. Wir springen und wenn ich klatsche, einmal hoch, einmal runter und wieder aufstehen. Und springen. Okay? Schafft ihr das? Das ist jetzt ein bisschen anstrengend. Habt ihr so viel Kraft? Seid ihr stark? Oh ja, ich sehe ganz viele starke Kinder. Okay, gut. Also dann auf der Stelle springen. Und hopp! Einmal hoch, einmal runter und wieder aufstehen. Und wieder springen. Gut, super. Das geht ja sehr gut. Und hopp! Springen, liegen und wieder aufstehen. Sehr gut. Und springen, 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 springen. Und hopp.
Springen, runter. Okay, gut. Wir lockern einmal die Beine. Okay, jetzt möchte ich, dass wir gut zuhören, was ich sage, und dass wir in verschiedene Richtungen springen. Nicht mehr hoch und nach hinten, hoch und nach unten, sondern jetzt springen wir entweder nach vorne oder nach hinten oder zur Seite. Also schaut mal, ihr seid auf der Stelle und jetzt müsst ihr gut zuhören, was ich sage. Wir springen und wenn ich sage vor, dann springen wir einmal nach vorne und springen da weiter. Und wenn ich sage zur Seite, springen wir einmal auf die Seite und springen weiter. Oder auf die andere Seite. Das dürft ihr euch aussuchen, welche Seite ihr machen möchtet. Okay, und wenn ich natürlich sage nach hinten, springen wir einmal nach hinten und springen weiter auf der Stelle. Okay? Alle verstanden? Okay, gut. Also, wir springen auf der Stelle und gut zuhören, was ich sage. Wir springen vor. Einmal nach vorne, weit nach vorne springen. Leonora, springen, nicht einen Schritt machen. Und springen, 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 springen. Und zur Seite, irgendeine Seite, sucht euch aus. Gut. Und weiter springen. Und jetzt einen ganz großen Sprung nach hinten. Ganz weit nach hinten. Gut. Und weiter springen, weiter springen, weiter springen. Und vor. Und nach hinten. Und vor. Und nochmal vor. Und zur Seite. Und nach hinten. Okay, gut. Und nochmal alles ausschütteln. Okay, gut. Wir machen was zusammen. Ein paar von euch, die können das schon. Das weiß ich. Das ist auch sehr gut. Aber bei ein paar von euch müssen wir das noch üben. Deswegen machen wir langsam. Okay? Langsam, langsam. Erst langsamer. Und dann werden wir schneller, okay? Wir machen nämlich den Hampelmann zusammen. Und ich weiß, ganz viele können den schon, aber dass wir einfach langsam reinkommen, okay? Also, wir stellen uns alle hin und machen die Füße zusammen, die Hände nach unten. Okay, jetzt springen wir mit den Füßen auseinander. Und die Hände gehen hoch. Und dann wieder zusammen. Okay, und wir stehen wieder ganz gerade. Nicht wackeln, ganz gerade stehen. Und auseinander hoch, zusammen runter, auseinander hoch, zusammen runter, auseinander hoch, zusammen runter, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen. Okay, wir werden schon schneller. Auseinander, zusammen. Auseinander, zusammen. Auseinander, zusammen, auseinander, zusammen. Und wieder stehen. Nicht bewegen. Nur zweimal. Jetzt wieder stehen. Und auseinander, zusammen, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen. Und wir stehen. Und Hampelmann, los geht's. Jetzt können alle den Hampelmann. Sehr gut. Auseinander und zusammen. Super. Okay, gut. Das hat super funktioniert, oder? Können jetzt alle den Hampelmann? Alle können den Hampelmann? Sehr gut. Okay, ich hole was. Kleinen Moment. Kennt die Fahnen. Okay, wir machen was mit den Fahnen. Okay? Und zwar haben wir ja am Freitag haben wir ja gekämpft und da haben wir mit dem vorderen Arm geschlagen und mit dem hinteren Arm. Erinnert ihr euch, die am Freitag da waren? Okay, und das machen wir jetzt nochmal, aber wir müssen gut reagieren auf die Fahnen.
Okay, ich zeige euch, wie wir das machen. Füße zusammen und verbeugen. Und Yui. Okay, und Kampfstellung. Ein Arm geht nach vorne, der andere ist am Bauch. Zeigt mir mal alle eure Kampfstellung. Schön, ein Arm vorne, einer am Bauch. Okay, gut. Wenn ich jetzt die rote Fahne hochhebe, dann schlagen wir mit dem vorderen Arm. Wir springen und schlagen mit dem vorderen Arm und gehen wieder zurück. Okay? Bei der roten Fahne. Also, wir üben das mal. Alle Kampfstellung und bewegen. Und rote Fahne. Einmal mit dem vorderen Arm schlagen und wieder zurück. Und wieder bewegen. Und wieder bewegen. Und gut. Und wieder zurück. Wir machen immer einen schnellen Schlag. Schaut mal. Wir machen nicht so und bleiben dann stehen, 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 sondern wir bewegen uns und machen einmal schnell Schlag und wieder zurück. Okay? Und bewegen, bewegen, bewegen. Und hopp. Und hopp. Und itch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hutch. Q. Two. Okay. Egal, in welcher Hand ich die rote Fahne habe, egal in welcher Hand, wir schlagen mit dem vorderen Arm, okay? Rote Fahne heißt vorderer Arm. Blaue Fahne ist dann der hintere Arm, okay? Also, wir haben einen Arm vorne, das ist der für die rote Fahne. Und wir haben einen hier am Bauch, das ist der hintere Arm. Und der kommt bei der blauen Fahne. Also, wenn die blaue Fahne nach oben geht, schlagen wir mit dem hinteren Arm und gehen wieder zurück. Bewegen, 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 bewegen. Hinterer Arm und wieder zurück. Okay? Und auch schnell schlagen. Wir machen 10 Stück zur Übung. Okay? Und bewegen. Und itch. Hinterer Arm. Gut. Und wieder zurück. Und nie. Sa. Chi. Go! Rock! Sitch! Hutch! Q! Two! Okay! So, also, jetzt habe ich 2 Fahnen in der Hand. Okay? Jetzt müsst ihr gut reagieren. Wenn ich die rote Fahne nach oben hebe, schlagen wir mit dem vorderen Arm. Und wenn ich die blaue Fahne nach oben hebe, schlagen wir mit dem hinteren Arm. Okay? Alle bereit? Und Kampfstellung. Und bewegen. Und hopp. Vorderer Arm. Und hopp. Hinterer Arm. Und weiter bewegen, schnell reagieren und natürlich auch mit Kiai. Hinterer Arm. Und vorderer Arm. Und hinterer Arm. Und hinterer Arm. Schnell reagieren, schnell reagieren. Ihr müsst schneller sein als ich. Ja, wenn meine Fahne oben ist, dann müsst ihr schon bumm, schnell schlagen, okay? Und hopp. Gut. Und mit Kiai. Hopp. Okay, wir machen noch eine Sache dazu. Wenn ich beide Fahnen zeige, machen wir schnell eine Liegestütze. Okay? Also, rote Fahne, vorderer Arm, blaue Fahne, hinterer Arm, beide Fahnen, eine Liegestütze. Okay? Bereit?
Okay, und Kampfstellung, bewegen, 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 bewegen und hopp. Vorderarm mit Kiai und hopp. Und hopp. Und hopp. Beine, gut. Eine Liegestütze. Und Vorderarm. Und nochmal. Und hopp. Eine Liegestütze. Und hopp. Nochmal eine Liegestütze. Okay, gut. Und yummy. Füße zusammen. Verbeugen, hey. Gut. Das war anstrengend, oder? Ja? Trinkt mal alle schnell einen Schluck. Ein Schluck Wasser trinken. Schnell. Los, los, los. Okay, gut. Wenn ihr wieder da seid, dürft ihr euch einmal hinsetzen. Hinsetzen, dann dürft ihr einmal zuhören. Wir machen heute noch ein bisschen Sicherheit. Ich warte, bis alle wieder da sind und dann fangen wir an. Okay, Nikolas müssen wir noch warten. Und Mia, du möchtest was sagen? Okay, warte mal, ich guck mal. Mia, ich kann bei dir den Ton nicht anmachen, das musst du selber machen. Weil das ist nämlich bei dir auch auf Stumm. Aha. Jetzt. Was möchtest du sagen, Mia? Mir war gerade schlecht. Dir war schlecht? Uiuiui, warum? Hast du heute nicht gut gegessen? Oder vielleicht zu viel gegessen. Das kann auch sein. Man muss immer gucken, wenn man trainiert, darf man nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel gegessen haben. Und man sollte auch vor dem Training, kurz vor dem Training, am besten gar nichts mehr essen, weil wenn man dann sich anstrengt, dann wird einem schlecht. Okay? Gut. Wir machen jetzt ein bisschen Sicherheit. Okay? Ich mache hier wieder auf Stumm. So, okay. Gut, also, wir machen Sicherheit zusammen und wir hatten ja letztes Mal oder ganz am Anfang bei der ersten Stunde, wo wir hier gemacht haben, da haben wir über die Notfalltelefonnummern geredet, ja? Und dann haben wir beim letzten Mal darüber geredet, wie man über eine Straße geht, ja? Also nochmal einfach kurz für die Wiederholung. Ihr dürft euch übrigens alle mal hinsetzen. Wir haben jetzt ein kleines bisschen, wo ihr sitzen dürft. Genau. Also, für die Wiederholung. Erstens, die wichtige Notfallnummer, die, wo ihr eigentlich immer gut alles erreichen könnt. 1, 1, 2. Okay? Wenn ihr die Polizei erreichen möchtet. 1, 1, 0. Okay? Die beiden merken. Und Wiederholung vom letzten Mal. Wenn wir über eine Straße gehen möchten, dann schauen wir erst nach links, nach rechts, nochmal nach links und wenn alles frei ist, dann gehen wir zügig über die Straße. Nicht rennen und nicht langsam gehen, zügig über die Straße. Okay? Gut. Heute möchte ich mit euch besprechen, den Unterschied zwischen ihr müsst Nein sagen und ihr dürft Nein sagen. Okay? Da gibt es nämlich einen Unterschied. Wenn jetzt zum Beispiel ein fremder Mann mit dem Auto neben euch fährt und der sagt, komm mal kurz mit, du musst mir mal kurz was helfen, ich habe ein kleines Problem. Und es wäre sehr toll, wenn du mir helfen könntest, weil ich glaube, du bist genau richtig. Dann müsst ihr Nein sagen. Ihr dürft nicht einsteigen. Dann sagen wir, nein,
ich darf nicht in fremde Autos einsteigen. Oder wenn ein fremder Mann kommt und sagt, komm einfach mal mit, ich zeig dir was Schönes da hinten, dann müsst ihr Nein sagen. Wir sagen, nein, ich darf nicht mit fremden Menschen mitgehen. Okay? Da müssen wir Nein sagen. Es gibt aber auch Situationen, da dürfen wir Nein sagen. Weil es gibt etwas, eine Sache auf der ganzen Welt, die gehört nur uns selber. Nur uns. Und das ist unser Körper. Mein Körper gehört mir. Und euer Körper gehört euch. Und ihr dürft entscheiden, was jemand mit euch, mit eurem Körper machen darf. Ja, also, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund von euch die ganze Zeit kommt und der piekst euch die ganze Zeit und er piekst euch und piekst und piekst und piekst und piekst, dann dürft ihr Nein sagen. Ihr müsst nicht Nein sagen, weil vielleicht ist es ja ein Spiel und ihr findet das ganz lustig, wenn ihr gepiekst werdet. Ja, wenn es euch nicht zu sehr stört, dann könnt ihr auch sagen, okay, das ist in Ordnung, das ist ein Spiel. Aber wenn euch das ärgert und jemand piekst euch die ganze Zeit und ihr möchtet das nicht, dann dürft ihr sagen, nein, ich möchte das nicht. Hör auf, mich zu pieksen. Okay? Das dürft ihr. Oder wenn irgendjemand euch in den Arm nehmen möchte und ihr möchtet das nicht, dann dürft ihr sagen, nein, ich möchte jetzt nicht umarmt werden. Okay? Das dürft ihr euch selber aussuchen. Wenn jetzt aber jemand Fremdes kommt, jemand, den ihr nicht kennt, und der möchte euch in den Arm nehmen, dürft ihr dann immer noch Nein sagen oder müsst ihr dann Nein sagen? Wer ist für wir dürfen Nein sagen? Hebt mal die Hand, wer ist für dürfen? Okay, und wer ist der Meinung, wir müssen Nein sagen? Ich auch. Okay, wenn jemand Fremdes kommt, müsst ihr Nein sagen. Okay, fremde Leute dürfen unseren Körper nicht anfassen. Okay, das heißt, ihr dürft Nein sagen, wenn ihr was nicht möchtet. Das bedeutet jetzt aber nicht, ja, wenn Mama sagt, zieh deine Jacke an, draußen ist es kalt, dass sie dann sagt, nein, ich ziehe heute keine Jacke an. Ja, das ist ein Unterschied. Wenn Mama sagt, ihr sollt eine Jacke anziehen, weil es kalt ist, dann hat Mama recht, okay? Dann müsst ihr auch auf Mama hören. Aber wenn Mama euch jetzt die ganze Zeit in den Arm nehmen will, wenn Mama euch ganz, ganz, ganz lieb hat, dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn ihr nicht mehr möchtet, dann dürft ihr Nein sagen. Wenn Mama aber sagt, ihr müsst jetzt was trinken, weil das Training war anstrengend und ihr müsst jetzt Wasser trinken, dann sagt ihr nicht nein, mach ich nicht. Ja? Oder wenn ihr schon in der Schule seid und Mama sagt, ihr müsst eure Hausaufgaben machen, dann sagt ihr auch nicht, nein, mach ich nicht. Okay? Das ist ein Unterschied. Okay? Aber wenn es um euren Körper geht, dann dürft ihr Nein sagen. Außer eine fremde Person, da müssen wir Nein sagen. Okay? Also, wenn Senpai mit seinem Auto an euch vorbeifährt und sagt, ah, ihr wollt ja auch nach Hause, ich fahre jetzt auch nach Hause, kommt, steigt mal ein, ich bringe euch nach Hause. Dürft ihr Nein sagen oder müsst ihr Nein sagen? Wer ist für ihr dürft Nein sagen? Okay, und wer ist für ihr müsst Nein sagen? Richtig. Auch wenn ihr mich kennt, auch wenn ihr mich gut kennt, ihr dürft nicht mit mir im Auto fahren, wenn ihr das nicht vorher mit euren Eltern besprochen habt. Okay? Wenn eure Eltern zu euch sagen vor dem Training, ah, pass mal auf, heute wird's ein bisschen später und ich habe aber Senpai angerufen, weil Senpai, der muss auch gerade zufällig dann nach Hause fahren und ich habe Senpai angerufen und Senpai hat gesagt, er nimmt dich mit, dann darfst du bei Senpai mitfahren, wenn er das nachher sagt. Dann dürft ihr natürlich mit mir mitfahren, wenn eure Eltern das erlaubt haben. Okay? Aber wenn eure Eltern das nicht erlaubt haben, auf gar keinen Fall. Wenn ich jetzt also
das einfach so sage, nach dem Training, zum Beispiel komme ich und sage nach dem Training, ach ja, deine Mama hat zu mir gesagt, ich soll dich nach Hause fahren. Und eure Eltern haben das aber nicht mit euch besprochen. Was könntet ihr denn dann machen? Wenn ihr nicht wisst, meine Eltern haben mir nicht gesagt, dass ich mitfahren darf, aber Senpai sagt, er hat das besprochen. Was könnte man denn dann fragen? Ja, ich sag's euch jetzt, weil der Ton ist natürlich aus. Das Passwort, okay? Also, alle Eltern, liebe Eltern, die jetzt auch gerade hier irgendwo mit dabei sind und zuhören und zuschauen, ja, macht bitte mit eurem Kind ein Passwort aus. Das bedeutet, ihr vereinbart ein Wort, das nur ihr wisst, ihr und das Kind. Und wenn das jetzt mal der Fall sein sollte, dass ihr das Kind nicht abholen könnt vom Training oder vom Kindergarten, von der Schule, wie auch immer, vollkommen egal, dann sagt ihr dem Kind, okay, es gibt dieses Passwort. Sagen wir zum Beispiel hier, Sprühflasche ist das Passwort. Ja? Wenn dann jemand kommt und sagt, ah, du, Mama, Papa haben mich angerufen, ich soll dich heute abholen, dann sagt das Kind, ah, was ist das Passwort? Und wenn die Person dann das Passwort weiß, Sprühflasche, ja, dann kann das Kind mitgehen. Wenn die Person das Passwort aber nicht weiß, dann auch bitte wirklich vereinbaren mit den Kindern, auf gar keinen Fall mitgehen, wenn diese Person das Passwort nicht weiß. Wichtig dafür, wenn ihr das Passwort mal benutzt haben solltet, dann bitte auch wieder ein neues Passwort erfinden. Okay? So, Daumen nach oben für alle, die es verstanden haben. Sehr gut. Okay, dann machen wir noch eine kleine Übung und dann gehen wir an ein paar Spiele. Wer will spielen heute? Machen wir heute Spiele? Ja, habt ihr gut mitgemacht? Ja, richtig gut. So gut, dass wir heute Spiele spielen können. Ja? Okay, gucken wir mal. Gut, wir starten mit einer kleinen Übung. Okay? Wir stellen uns mal hin, die Beine auseinander. Und jetzt probieren wir mal, auf einem Bein zu stehen. Und nicht umzufallen. Okay? Alle probieren mal. Auf einem Bein stehen und nicht umfallen. Auf einem Bein stehen und nicht umfallen. Sehr gut. Schön stehen bleiben. Ihr dürft gerne auch die Arme mit dazu nehmen. Okay, kommen wieder runter. Okay, wir probieren mal das andere Bein. Nach oben und nicht umfallen. Schön stehen, auf einem Bein stehen und nicht umfallen. Ihr dürft mit den Armen hier gern versuchen, so das Gleichgewicht mitzuhalten. Okay, kommen wieder runter. Einmal kurz ausschütteln. Und wir machen nochmal das erste Bein nach oben und auf einem Bein stehen und versuchen auch nicht zu wackeln. Okay, einmal schön stehen und stehen bleiben. Okay, und das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Okay, gut. Das brauchen wir für unsere Tritte. Ja, weil wenn ich jetzt natürlich mit einem Bein was machen möchte und ich kann aber gar nicht auf einem Bein stehen, weil ich dann wacke, dann mache ich den Tritt und fall um. Ja, und das wollen wir natürlich nicht, oder? Auch wenn es lustig aussieht, gell? Ja, es ist lustig, wenn Senpai hinfällt, aber das möchten wir nicht. Wir möchten schön stehen. Und deshalb machen wir jetzt eine Übung zusammen. Füße zusammen, verbeugen, ey. Und joi. Okay, wir stellen uns mal hin und machen hier die Fäuste zusammen, Kampfstellung. Und jetzt machen wir eine Übung. Wir gehen mit einem Bein hoch, stehen auf einem Bein und machen Maigeri und wieder ab. Okay, auf der anderen Seite hoch, erstmal stehen, auf einem Bein stehen, stehen, stehen. Maigeri und wieder ab. Okay, und nochmal das andere Bein hoch, auf einem Bein stehen, Maigeri und wieder absetzen. Okay, und das andere Bein hoch, auf einem Bein stehen, Maigeri und wieder absetzen.
Okay, und nochmal. Bein nach oben. Stehen, stehen. Nicht wackeln. Mal, Giri. Und ab. Okay, und nochmal das andere Bein. Hoch. Stehen, 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 stehen. Mal, Giri. Und wieder ab. Okay, das funktioniert schon gut, oder? Dann machen wir jetzt einen ganz langsamen Maigiri zusammen. Okay, wenn ich zähle, machen wir ganz langsam Maigiri. Okay? Gut, Füße zusammen. Verbeugen. Hey. Jo. Und Kampfstellung. Wir starten mit dem rechten Bein. Wenn ich zähle, ganz langsamer Maigiri. Oh, I. Ni. Sa. Chi. Go. Jetzt können wir auf einem Bein gut stehen und wir können schon langsam. Jetzt machen wir schnell und mit Kraft. Seid ihr bereit? Okay, schnell und mit Kraft. Füße zusammen. Verbeugen. Hey. Jo. Okay, und mit Kraft müssen wir natürlich Kiai sagen. Okay, also Arme nach oben. Und Ich. Mit Kiai. Ni. Sa. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Two. Ah, yummy. Verbeugen. Hey. Gut. Wer von euch möchte ein Spiel spielen? So viele. So viele möchten ein Spiel spielen. Okay, dann spielen wir vielleicht ein Spiel. Okay, ihr dürft aussuchen zwischen Kaktusspiel, Nudel oder Schere, Stein, Papier. Wer ist für Kaktusspiel? Hand nach oben. Wer möchte Kaktus spielen? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wer möchte Nudel spielen? 1, 2, 3, 4, 5. Und wer möchte Schere, Stein, Papier spielen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dann spielen wir Schere, Stein, Papier. Okay, wie immer, ihr spielt gegen mich. Okay? Also, wenn ihr einen Stein habt und ich habe Papier, dann schnappt sich das Papier den Stein und dann macht ihr 3 Liegestützen. Wenn ihr Schere habt und ich habe Stein, dann macht der Stein die Schere kaputt, dann macht ihr 3 Liegestützen. Und wenn ihr Papier habt und ich habe die Schere, dann zerschneidet die Schere das Papier und ihr macht 3 Liegestützen. Wenn ihr Stein habt und ich auch Stein hab, passiert nichts. Wenn ihr Papier habt und ich Papier hab, passiert auch nichts. Und wenn ihr Schere habt und ich Schere hab, passiert auch nichts. Wenn ihr Stein habt und ich hab Schere, dann habt ihr einen Punkt. Wenn ihr Papier habt und ich hab Stein, habt ihr einen Punkt. Und wenn ihr Schere habt und ich habe Papier, dann habt ihr auch einen Punkt. Okay? Also gut, alle bereit machen. Macht eure Schere, Stein, Papier Hand warm. Okay, gut. Und Schere, Stein, Papier. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Zeigt mal alle her. Ich habe Stein.
Also, alle die Schere haben, 3 Liegestütze. Okay, nächste Runde. Und Schere, Stein, Papier. Ich hab die Schere. Alle, die Papier haben, machen 3 Liegestützen. Alle, die Stein haben, haben natürlich einen Punkt. Okay, nächste Runde. Und Schere, Stein, Papier. Und was haben wir, Ich hab Papier. Alle, die Schere haben, haben gewonnen. Alle, die Stein haben, machen 3 Liegestütze. Okay. Und letzte Runde. Alles entscheidende Supergewinnerrunde. Und Schere, Stein, Papier. Und zeigt mal alle her, was habt ihr so? Ja, was haben wir hier? Okay. Ich habe Stein. Alle, die Schere haben, machen 3 Liegestützen. Alle, die Papier hatten, haben einen Punkt. Okay, gut. Ich habe eine Hausaufgabe für euch. Wir sehen uns ja erst am Freitag wieder. Das ist noch lange. Und ich habe eine Hausaufgabe für euch. Die Hausaufgabe, ich möchte, dass jeder von euch den Dojo-kun auswendig lernt. Ja? Und Minimum einmal am Tag den Dojo-kun sagt. Okay? Wir sagen den Dojo-kun einmal zusammen. Dojo-kun, sei höflich und bescheiden. Vervollkommene deinen Charakter. Sei geduldig und beherrscht. Sei gerecht und hilfsbereit. Sei mutig. Okay? Den könnt ihr alle schon. Den machen wir immer, wenn wir anfangen. Und ich möchte jetzt aber, dass ihr den auswendig lernt. Okay? Wir gucken mal am Freitag, wie gut das funktioniert. Ja? Alle verstanden? Okay, super. Dann mache ich da oben die Aufnahme aus.